Und ja. Man nimmt sich eine kleine Portion Tabak und lässt den Tabak lose reinfallen. Man nimmt den kleinen Finger und drückt es ganz leicht fest. Man wiederholt das, nimmt sich ebenfalls eine kleine Portion Tabak und lässt es wieder lose reinfallen. Wichtig ist wirklich, dass der Tabak aufgelockert ist. Man nimmt wieder den kleinen Finger und drückt vorsichtig fest. Wichtig hierbei ist noch zu erwähnen, dass man gerade beim Pfeifenstopfen nicht den Pfeifenstopfer nimmt, sondern wirklich die Finger zur Hilfe. Den Fingern habe ich Gefühl, im Pfeifenstopfer habe ich kein Gefühl. Ja, wieder dasselbe, ich habe es lose eingefüllt und ich nehme den kleinen Finger und stopfe vorsichtig etwas fester als vorher. Den Vorgang, den wiederhole ich noch ein letztes Mal, also ich sage mal 3 bis 4 Einfüllvorgänge hat man. Ich mache die Pfeife nie ganz voll, weil ich vermeiden möchte, dass, wenn sich der Tabak aufbäumt beim Anzünden, irgendwo den Pfeifenkopf beschädigt oder dass es mir auf meine Hose fällt. Und deswegen wird die Pfeife nie ganz voll gemacht. Nimm ein Streichholz, zieh vorsichtig die Flamme an den Tabak, wiederhole das Ganze ein paar Mal und nimm den Pfeifenstopfer und glätte nur die Oberfläche. Ich brauche gar nicht viel Stopfen. Habe ich ja gerade gemacht. Ich brauche nur ein bisschen runterdrücken. Meine Pfeife sitzt an. Kann ich jetzt mit Genuss rauchen. Ich wünsche viel Spaß beim Ausprobieren.